Nächstes Periscope. Wir zeigen nicht, wie Tabaluga und... Wie heißt der Käfer? Was ist das? Und der Käfer. Tabaluga, die Polizistin und der Käfer zeigen, wie man über den Zebrastreifen geht, was eine wichtige Aktion hier mit Peter Maffay gerade war. Aber wir sprechen über MOOCs und haben dafür eine Interviewerin das erste Mal vor der Kamera. Anja wird Jürgen Handke interviewen, was hinter diesem 250.000 Euro schweren MOOC-Konzept steckt. Genau, also wir haben gerade Mittag gegessen. Ich glaube, es war ganz gut. Super, was. Ja. Danke an die Organisatoren. Und jetzt war die, ich habe ja gerade erzählt, wir hatten 260, also wie der Schnittverband hatte 260 Bewerbungen und hatte 10 davon nominiert. Und Jürgen Handke ist einer der Menschen, die leider den Preis nicht bekommen haben und hat sich dann gesagt, auf 25.000 Euro, das wäre zwar eine nette Idee gewesen, aber ich selber kriege irgendwie 250.000 Euro hin, 25.000 jetzt für den Stifterverband. Wie hat das funktioniert? Na, hingekriegt habe ich es nicht. Also ich muss dazu sagen, wir machen seit 2001 digitale Lehre und ich vertrete Fach die Anglistik, Linguistik, die glaube ich bundesweit einzigartig vollständig digitalisiert sind. Und wir haben diese Materialien. Die sind entstanden, wie gesagt, zwischen 2001 und 2015 über Jahre mit vielen Mitarbeitern. Und wenn man die Löhne und die eingeworbenen Drittmittel und all das zusammenrechnet, dann kommt man pro Lerneinheit ungefähr, und eine Lerneinheit ist das Äquivalent von ehemals 90 Minuten Unterricht, jetzt digital, dann kommt man ungefähr auf 20.000 Euro an Arbeitslohn, an Materialien, an Servernutzung und so weiter. Und wenn ich das hochrechne auf einen MOOC, der bei uns aus immer 13 Lerneinheiten besteht, weil wir 14 Semesterwochen haben, plus eine Auftaktsitzung, dann komme ich auf diesen Wert. Das heißt, ich habe das nicht bezahlt, sondern es ist über Jahre bezahlt worden. Für unseren Kameramann wahrscheinlich interessant, das dürften dann ja OER-Materialien sein und sind es auch. Ist ja auf YouTube zum Teil frei verfügbar, auf YouTube sowieso, aber die anderen Lehrmaterialien sind auf der Plattform frei. Also es ist bezahlt worden und wenn wir was Neues machen würden, müssten wir das auch. Der Campus heißt Campus, weil er auch anrechenbar ist. Virtual Linguistics Campus ist die komplette Lernplattform, sieht gar nicht so aus. linguisticsonline.com, dort wickeln wir alles ab, die komplette Lehre on Campus, die komplette Online-Lehre und auch die MOOCs. Und die MOOCs sind für uns eigentlich nur Abfallprodukte der On-Campus-Lehre, wo wir die Präsenzphasen durch, so hoffe ich, kluge Online-Formate ersetzt haben. Also sind die MOOCs auch im Studium einrechenbar? Oder Nein, die sind nicht anrechenbar, weil sie ja nicht akkreditiert sind. Und das ist ja die Krux der deutschen Hochschulen. Nicht akkreditiert kann nicht zertifiziert werden. Aber damit kann ich den Rentner aus Vietnam und die Hausfrau aus Usbekistan zulassen und gucken, wie die sich da verhalten. Habt ihr den Überblick, erreicht ihr den Rentner aus Vietnam und die Hausfrau aus Usbekistan? Ob es die beiden sind, weiß ich nicht. Aber wir haben im Schnitt 800 Teilnehmer und etwa 72% davon sind aktiv und bleiben aktiv. Und 40% von den 800 erwerben Zertifikate. Das sind hohe Werte. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass wir eben diese Phase 2, die in der Standardlehre eine Rolle spielt, nämlich die Inhaltsvertiefung, sehr, sehr gut, so denke ich, bedienen. Und wo geht das jetzt hin? Also wir haben ja gehört, MOOCs sind aufwendig, MOOCs kosten Zeit und Geld, auch wenn man vielleicht ein Abfallprodukt dafür verwendet. Geht das weiter? Wird das erweitert? Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über Motivationen, MOOCs zu machen. Also meine Motivation, die habe ich so implizit bei dem Agrar-MOOC gehört, ist Popularität zu gewinnen. Das ist, man wird weltweit bekannt plötzlich. Man kann die Hochschule bekannt machen, wobei meine Hochschule da noch Nachholbedarf hat. Aber man kann sich gut platzieren und es macht Spaß. Man bekommt die Anerkennung für die Lehre, die man ja vor Ort nie bekommt. Es kommt ja keiner zu Ihnen und sagt, tolle Lehre, Anja, super unterrichtet. Vielleicht ja, ist es bei dir. Aber ich mache ja MOOCs, da kommen die Leute auch und sagen, toller MOOC. Ja, ne, dann plötzlich auf YouTube kriegt man die Kommentare und in Plattformen. Aber vor Ort nie. Dankeschön. Ich denke, wir gehen jetzt langsam wieder rein. Es geht gleich weiter. Wir was. Und schauen mal, was der Rest dazu sagt, ob das überhaupt eine Chance hat. Okay, danke. Danke. Lexenzi.